Hallo Leute, in dieser 21. Folge werde ich weiter Streicher helfen und diesmal soll ich jetzt weiter in den Westen gehen, Richtung Auenland, und dort mit einem anderen Waldläufer zu sprechen. Und Folgendes sagt mir Streicher: Ihr habt genau wie ich zwar 5 Nazgul gesehen, doch in Wirklichkeit sind es 9. Bevor ich meine Gefährten aus Bree herausbringe, muss ich wissen, wo sich die anderen 4 aufhalten. Würdet ihr nach Westen gehen und mit Lenglin sprechen? Ich habe ihn nach Bockland geschickt, der mit einem Auge auf einen bestimmten Hobbit wirft, aber es scheint, als ob er Unterberg und seine Freunde sich für einen anderen Weg entschieden haben. Sie stehen nun hier unter meinem Schutz. Dennoch könnte Lenglin wissen, wo die anderen Nazgul sich aufhalten. Okay, dann helfen wir wieder den Streicher. Und dann schaue ich mir mal mich hier um, wie ich am besten zu diesem Lenglin komme. Als erstes muss ich irgendwie hier schaffen, rauszukommen. Aus dem tänzelnden Pony. Ah, nee, hier habe ich mich wieder verfranst. Falsch abgebogen. Ich glaube, hier geht es auch raus. So, das ist der Hinterausgang. Und dann schauen wir mal, wie ich jetzt am besten, ich würde vorschlagen, ich binde mich hier auch an diesen Markstein. Ja. Genau, dann binde ich mich hier. Und dann mache ich mich auf den Weg zu dem besagten Lenglin. Tor zum Gasthaus in Bree. So, oh, hier haben wir. Sieht wohl so aus, als ob wir Aufgaben erledigen könnten. Das ist völlig richtig, das ist der Hufschmied. Und er sagt: Ich helfe Frank mit seinem neuen Auftrag. Ihr werdet einen anderen Hufschmied finden müssen, der euch mit diesen Hufeisen hilft. Ihr solltet es vielleicht bei Malte dort drüben versuchen. Was sagt der hier? Warum belästigt ihr mich? Er kann auch kein Hufeisen machen. Ja, ist ja gut. Ich versuch's mal bei Malte. Hallöchen, Malte. Kannst du mir helfen? Warum belästigt ihr mich? Ah, ihr wollt Hufeisen anfertigen lassen, sagt er. Natürlich kann ich sie für euch herstellen. Tut mir den Gefallen und beschafft mir die Dinge, die ich dafür benötige, während ich diesen Gegenstand hier der letzten Schliffe passe. Sucht für mich ein altes Hufeisen, das ich als Muster für die Größe der neuen Hufeisen verwenden kann. Ein wenig Altmetall und einige Kisten mit Nägeln. Gut, dann machen wir das. Dann machen wir das. Also, wir suchen Altmetall. Oh, da ist ja schon Altmetall. Das liegt ja hier alles rum. Hat ja keiner aufgeräumt. Sieht ja aus wie beim Hempels unterm Sofa. Ah, Altmetall hier, aber für uns ist das gut, kürzere Wege. So, erledigt. So, Altmetall haben wir, aber, ach, da ist noch Kiste mit Nägeln. Was macht die denn hier? Hallo, lass mich durch, bitte, Schaufensterpuppe. So, Nägel, Altmetall haben wir. Was jetzt noch fehlt, ist ein altes Hufeisen. Das muss dann wahrscheinlich auch irgendwo hier in der Nähe sein, oder? Wo könnte das denn sein? Kann mir mal einer einen Tipp geben? Hallo, Hufeisen. Wo bist du? Guck ich mal auf der Karte. Vielleicht gibt es da Hilfe. Ah. Ist ja klar. Wo findet man am besten Hufeisen? Richtig, im Stall. Erstmal sage ich mal den Stallmeister hallo. Was kann ich für euch tun? Und dann suche ich mir ein Hufeisen. Das muss doch irgendwo hier sein, ne? Hat es auf der Karte angezeigt. Hallo. Nochmal die Karte schauen. Ich bin ja schon vorbeigelatscht, ne? Da, altes Hufeisen. Von hier sieht man es. Aber man kommt von hier nicht ran. Ich muss von der anderen Seite.
So, mal gucken. Hallo. Ja. Das alte Hufeisen, da ist es. Das, warum sagt der Bauer auch nichts, dass es da ist? Der sieht doch, dass ich mich dumm und dusselig suche. So, jetzt habe ich alles. Jetzt kann ich wieder zu Malte, dem Hufschmied, gehen. Mal gucken, was er dazu sagt. Was wollt ihr? Genau diese Gegenstände habe ich gebraucht, um die Hufeisen für euch anzufertigen. Nun gebt mir ein paar Augenblicke und ihr werdet sie bekommen. Okay. So, was heißt denn jetzt hier ein paar Augenblicke? Verschwindet, ich habe keine Zeit. Okay, gut. Dann komme ich dann später irgendwann mal. Habe ich die jetzt schon bekommen, die Hufeisen? Ja, habe ich bekommen. Gut, aber dann will ich auf den Rückweg zur Schlucht gehen. Jetzt muss ich nach Bockland. Und Bockland ist ziemlich weit entfernt. Okay, mal gucken, ob wir schon dahin reiten können. Was benötigt ihr? Nein. Aber das trifft sich ja gut. Wir müssen ja sowieso auf den halben Weg auch ein paar andere Sachen erledigen. Das ist die Grünwegkreuzung. Wir sind ja schon jetzt in Breland. Und in Brefeldern. Genau, und hier sieht man, da ist eine Aufgabe. Ach, da ist ein Ring. Er leuchtet da oben. Dann können wir da hier schnell einen Schlenker machen. Und ein bisschen mehr von Breland mitbekommen. Und mal die nette Musik immer lauter machen. Schönes Wetter im Breland. Sieht nach Frühling aus. Auf den Hinweg kann ich ja mal ein paar Eschen klein schnibbeln. Jo. Jo, hier ist Hügelgrabeisen. Das brauche ich jetzt auch. So. Ich glaube, hier ist was. Alles klar. Ist der Wachtmeister Rosenstock. Die haben alle schöne Namen hier. Und Hauptwachmeister Grimranke. Sehr gut. Was kann ich für euch tun? Keine Zeit für Stadtbesichtigung. Ach ja, er ist einer, den man Hallöchen sagen muss, damit man hier die Gegend kennenlernt. Okay. Er sagt, ich habe zu wenig Offiziere, Fremdling. Wenn ihr hier seid, um mir gegen die Gesetzlosen in den Brefeldern beizustehen, heiße ich euch vorbehaltlos willkommen. Mein Freund Lofer kann eure Hilfe vielleicht auch gut gebrauchen. Okay, dann haben wir hier noch eine zusätzliche Aufgabe. Kann ich ja mal ein paar Sachen auch wegmachen. Dann kann ich diese Aufgabe noch einnehmen. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Findet einen Beweis für die Loyalität des Räubers. Und dann sagt er weiter, der Grimranke. Meine Aufgabe ist es, Bre zu bewachen. Ich kann keine Männer für Patrouillen auf dem Land entsenden, aber kürzlich habe ich Berichte über Überfälle der Räuber unweit des Ortes bekommen, also bin ich hierher gezogen, um näher am Geschehen zu sein. Ich brauche jemanden, der diese Gerüchte genauer untersucht und ich habe ein paar Münzen übrig, um jeden, der helfen will, zu bezahlen. Okay, dann machen wir das. Dann schauen wir uns um und hören wir uns um, was hier die Gesetzlosen und die Räuber so treiben. Und hier ist der Lofer, ach, ist ein Zwerg. Was braucht der? Hört euch alles an, was ich zu sagen habe. Ah, da müsste ich vielleicht, der will, mit, dass ich mit Schmieden in Bre spreche, aber das ist nicht, liegt jetzt nicht so ganz auf meinem Weg, deswegen vertröste ich ihn auf später. Und da sind ja nämlich Wildschweine drüben. Muss ich da die erledigen? Nein, muss ich nicht. Dann gehe ich als erstes
und schaue mich auf der Karte um. Ah, das ist ja nicht weit weg. Ja, das sind ja südliche Brefelder. Da muss ich mal gucken, was die Räuber so machen. So schön die Füße waschen. Bei diesem Wetter mal ein bisschen kühlen. Bären, Wildschweine. Ah, hier sind Räuber, glaube ich. Oh, hier, das ist schön. Guck mal da. Guck dir das mal an. Schöne Felder, ein kleiner See. Mensch, ist ja ein Urlaubsort hier. Oh, aber wie immer in so idyllischen Orten gibt es Räuber hier. So, machen wir ja die Gegend ein bisschen sicherer. Ja, ich habe ein seltsames Medaillon gefunden. Okay. Und zurück zu Hauptmeister Grimranke. Ich habe da nämlich was gefunden. Dann gebe ich ihm das. Mal gucken, was er da sagt. So, lieber Hauptwachmeister. Ich habe was für dich. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Und er sagt, seit wann können sich gesetzlose Dinge wie Medaillons leisten? Selbst die Bannwarte haben keine Abzeichen. Und wer ist dieser Schara überhaupt? Das ist sehr beunruhigend. Euer Fund deutet auf eine Organisationsstruktur hin, die wir bislang von diesen Räubern nicht kannten. Jo. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Und dann sagt er weiter, ich habe einen Spion bei den Räubern eingeschleust, der uns vielleicht dabei helfen kann, das wahre Gesicht dieses Scharas zu entlarven. Ich werde ihm eine Nachricht schicken, damit er sich zu einem bestimmten Hügel unweit von hier begibt. Trefft euch dort mit ihm und fragt ihn nach Schara und dessen Plänen. Der Treffpunkt ist ein grauer Felsen inmitten einer Baumgruppe nördlich von Bree. Hat mein Spion nichts Neues zu vermelden, müssen wir auf einem anderen Weg mehr über Scharas Pläne herausfinden. Okay. Das heißt, ich bleibe erstmal weiterhin hier in der Gegend und muss erstmal schauen, wo ich den Spion treffen muss. Ich glaube, ich muss hier nach Osten. Nochmal kurz auf der Karte schauen. Ja, Brenn, ach, das ist hier, glaube ich, dieser Hügel ist das. So, was greift mich hier an? Oh, ein Keiler. Na, super. Muss mir aufpassen, dass er mich nicht umhaut. Ja. Sehr gut. So. Dann mal schauen, wo der ist, der gute Mann. Der gute Spion. Da ist er, da sehe ich ja. Da, genau. Da ist er versteckt. Der hat bestimmt was zu erzählen. Ich weiß ganz sicher nicht. Wir müssen uns beeilen, sagt er. Ich glaube, die ahnen etwas. Halt! Was war das für ein Geräusch? Vorsicht! Da kommen sie! Schützt den Spion vor den Räubern. Okay, das heißt, die haben ihn entlarvt. Und ich muss jetzt aufpassen, dass sie ihn nicht umbringen. Gut, der hilft mit, das ist schon mal nicht schlecht. Sehr gut, und er sagt, der hat uns Aufzeichnungen, der sagt, danke, hoffentlich sind diese Aufzeichnungen, die ich angefertigt habe, nützlich. Ich mache besser, dass ich hier wegkomme. Sagt Grimranke, dass ich mit dieser Art Geschäft nichts mehr zu tun haben will. Okay, das heißt, wir haben jetzt die Nachricht bekommen und geben die an Grimranke weiter. Ich werfe mal einen Blick in diese Notizen. Okay. Der schreibt, seitdem Scharas Mannen aus dem Süden hierher gekommen sind und alles übernommen haben, haben sich die örtlichen Räuber von normalen Dieben und Verbrechern zu so etwas wie einer kleinen Armee gemausert. Sie sind zwar schmutzig und schlecht ausgerüstet, aber durch ihre bloße Anzahl konnten sie stärker als jede Stadtwache sein,
Die Brelan-Träuber vergangener Tage mögen grobe und schmutzige Gesetzlose gewesen sein, waren zum großen Teil aber immer noch Männer aus Bre, die Verwandte in Städten und auf den Höfen in Umgebung hatten. Sie hatten sich also nicht unbedingt einer gänzlich rücksichtslosen Gewalt verschrieben. Scharas Mannen haben aber nun alles verändert. Okay, dann gebe ich das. Was kann ich für euch tun? Und er sagt, der Hauptwachtmeister Gimranke sagt, das sind schreckliche Nachrichten. Ich denke, dass man nicht erwarten konnte, dass sich das alles als Herrschaftstraum eines kleinen Räuberanführers herausstellen würde. Gut, jetzt kann ich mir eine Belohnung aussuchen. Ja, ich nehme halt einfach den Bogen und den verkaufe ich wieder, aber ich merke gerade, ich habe gar keinen Platz hier. Dann muss ich nämlich gerade irgendetwas loswerden hier. Ah, mache ich das mal hier weg. Und wähle den Bogen aus. Nicht genug Platz, warum denn das? Ah, da war noch was zu viel. Dann gucke ich mal. So, jetzt aber. Bleibt einen Moment. So, der hat wieder eine Aufgabe für mich. Hört mir zu, ich werde sicher nicht um die Hilfe dieser Waldläufer aus der Wildnis bitten. Die Menschen von Bre sind durchaus in der Lage, ihr eigenes Land vor anstehenden Bedrohungen zu beschützen und werden uns nicht auf die Hilfe von Fremden verlassen. Diese Informationen sprechen von meinem Hauptmann, der den Angriff auf den Hundhulshof angeführt hat und wo sich gerade aufhält. Wir haben hier die Chance, einen wichtigen Schlag gegen diese Räuber zu erzielen und mehr über sie herauszufinden. Es scheint, als ob der Anführer ein Lager in dem dichten Wäldchen hinter der Kuppe eingerichtet hat. Okay, das heißt, wir müssen jetzt diesen unschädlich machen. Dann machen wir das auch. Ich meine, schließlich komme ich als Jäger hier auch aus Breland. Und es ist mein eigenes Interesse, diese Gegend zu sichern. Dann machen wir das jetzt. So. Gleich haben wir die. Mal kurz für den Kampf vorbereiten. Mal eine gekochte Karotte essen. So. Und ab dafür. Einer weniger. So, ich glaube, das könnten die hier sein. Das ist der Anführer. Genau. Das ist der Südländer-Anführer. So, Junge, du kriegst jetzt eins auf die Mütze. Du hast dich hier mit den Falschen angelegt. Und, genau. Immer schön auf die Nase. Immer schön für die 12. Richtig so. Ja. Notiz eines Räubers beschafft. Okay, jetzt ist ein Lagerfeuer. So, mal gucken, was in diesem zerlumpten Bündel ist. Das ist ein bisschen Loot. Leider kann ich nicht viel mitnehmen, weil ich ja überladen bin. Ich muss, glaube ich, hier mal weg. Und die ist alles verkaufen. So, jetzt gehe ich wieder zur Hauptwachtmeister Grimranke. Und bringe die ihm zurück. So, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ach, da ist er. Kurzzeitig die Orientierung verloren. Ich grüße euch. Und er sagt, wir haben sie jetzt. Die Informationen beweisen, dass dieser Scharer beabsichtigt, einen stark befestigten Standort hier im Breland zu errichten. Sie berichten außerdem von dem größten ihrer Lager außerhalb des Tales von Andrat, einem Ort westlich von hier, den sie Räuberwacht nennen. Der Räuberhauptmann gibt dort die Befehle an seine Leutnants weiter,
die direkt vom Schara kommen, wenn wir nur an diese Aufzeichnungen kommen könnten. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Jetzt die Aufgabe durchsucht das Zelt des Räuberhauptmanns. Mit eurer Hilfe kommen wir wieder unserem Ziel näher, diesen Emporkömmling Schara aufzuhalten. Wir kommen seinen Aufenthaltsort und die Stärke seiner Streitkräfte immer näher. Wir wissen inzwischen, dass die Räuberwacht, die westlich von hier und dem Vorgebirge des Prenlands liegt, der Schauplatz für zukünftige Angriffe sein wird. Der Räuberhauptmann händigt Befehle von Schara selbst direkt an seine Leutnants. Okay, da müssen wir jetzt hin. Und da ist jetzt der Rosenstock, hat jetzt auch eine Aufgabe für uns. Gut, was möchte er? Dürfte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Ja, ich muss aber jetzt irgendwie zurück wieder nach Bree, um die Sachen hier zu verkaufen und mein Inventar etwas freizuschaufeln. Deswegen kann ich eigentlich auch keine neuen Aufgaben mehr hier annehmen. So, und jetzt rein. Oh, das ist Nordtor und hier direkt hinterm Hügel befindet sich eine Krämerin. Dort kann ich halt die Sachen verkaufen und auch reparieren. Und dann habe ich ein bisschen mehr Platz in mein Inventar. So. Da ist die Gute. Guten Tag, wie darf ich euch helfen? Erstmal alles reparieren und dann verkaufen, was wir nicht brauchen. Die Hose brauche ich nicht. Super. Das kann ich verkaufen. Dann habe ich in Loot-Inventar noch etwas. Nicht genug Platz. Mal gucken, was ich jetzt hier alles noch verkaufen kann. So. Alles klar. So. Dann würde ich mal sagen, ich mache mal hier ein bisschen Pause, sammle Kräfte und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Ciao.